Megan Athea Paragua, die ist super jung. Die ist irgendwie 12 oder 13, WFM. Die ist ziemlich talentiert. Sehr bekannt. Komm, mach D3, Dame A5, dann ist der Läufer weg. Was macht man hier? Springer F6, ne, D6. Keine Ahnung, machen wir den. Lassen wir den Läufer erstmal hier. Muss gestehen. Also D3 ist normal. C3 auch, okay. Und jetzt überlasse ich hier so... Oh, sie spielt den. Jetzt A6 ist wahrscheinlich richtig. Läufer B7 Idee. Ja, ist ein bisschen plump, aber wieso nicht? E5, Springer G6 wahrscheinlich, ne? Ah, der geht auch. Okay, dann nehmen wir mal. Was mit D5? E5, ne? Vielleicht F5 hier. F5. Sieht interessant aus. Machen wir den mal. Wenn sie nimmt, nämlich mit dem Springer. Wenn sie vorzieht, habe ich Springer D5. Ja, sie ignoriert das. Ja, versuchen wir mal hier ein bisschen zu rechnen. Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich hier spiele. Wahrscheinlich nicht so richtig alles. Aber was ist mit nehmen? Läufer nimmt, Dame nimmt. Ne, nehmen und Springer F5 vielleicht. Dame F3, Läufer F5. F4 ist auch eine Idee. Komm, nehmen wir. Und jetzt Springer F5. Der hängt. Also richtig gefällt mir das nicht. Ich habe eine schlechtere Struktur. Bin mir gar nicht sicher, wo ich hier spielen soll. Springer D4 einfach. Na, das gibt ein bisschen Milch. Es gibt überhaupt keine Milch. Das ist Quatsch. Aber richtig Spaß macht das alles wieder nicht. D5, Dame E5 vielleicht. Geht das überhaupt? Turm D5, Springer G3, HG3. Nimm raus. Bin mir gar nicht sicher, ob das geht, was ich hier mache. Okay, Turm D5, Springer D6, ne? Gewinne ich eine Qualität. Also ich hoffe auf einen Damentausch. Wenn ich ehrlich bin. Okay, sie lässt ihn nicht auf Damentausch ein. Dame C5. Ja, vielleicht kann ich Dame C5 spielen, E2 angreifen. Und dann hier den hier. Jetzt habe ich aber E5 vielleicht. Ja, die Bauern sind aber eher schwach, wenn ich ehrlich bin. So richtig gefallen tut mir das nicht. Dame D7, sie greift den an. Scheiße. Tja, schon ist der Bauer weg, ne? Ja, sieht kacke aus. Ich verliere noch einen Bauern. Jetzt will sie matt setzen. Ja, ich glaube, ich verliere das, aber Haus hoch. Ja, der so Quatschzug.
Ja, jetzt nur nicht Patt setzen. Völlig sinnlos, wie schwer ich mich hier tue. Ist natürlich glücklich, dass ich diese Partie gewinne. Aber sowas von glücklich. Habe ich sie am Damenflügel noch betuppt? Da siegt die Erfahrung vor der Jugend. Mein Gott, war das schlecht. Willem Valla, danke dir. Vielleicht war das die letzte Partie der Runde. Ja, diese Variante muss ich mir nochmal anschauen. Es ist immer das Gleiche. Das war immer ein bisschen Probleme. Springer D4 ist einer der Hauptzüge, der andere ist Springer GI7. Ich kenne das natürlich alles so ein bisschen, aber. Okay, hier habe ich irgendwas Ich glaube, hier habe ich irgendwas verwechselt. Man nimmt nicht raus auf D4. Ich habe mich schon gewundert, der Läufer auf B5 steht eigentlich total schlecht. Dame G5 hier. Wie schlecht ist das denn? Das ist nicht Theorie. Ich habe das so komplett verwechselt und sie auch. Man nimmt nicht auf D4 in der Variante. Na gut. Ich mache total, ja, total schlecht. Also hier muss sie so nehmen. Dann hat sie ein starkes Zentrum. Steht es einfach besser. Okay. F5 ist schon okay. Tja, was soll man machen? Das ist alles jetzt normale Züge hier. Springer E5 gefällt der Engine nicht. Doch, ist normal. Alles normal irgendwie. Aber hier habe ich halt ein schlechteres, schlechtere Bauernstruktur. Ja, D5 macht die Sache nicht unbedingt besser. Springer G3 hätte ich nie machen müssen. Dame C4. Es geht weiter. Ich habe es ihm schon gedacht, dass die Partie zu lange gedauert hat.